before the Second World War, physics was entirely international. And the relationship generally was like one family. Der 30. Januar 1933 wird zum Wendepunkt der deutschen Geschichte. We were very much afraid that the Germans would go from uranium fission to a uranium bomb. We were working against the information that we had that there wasn't anything going on. In den vielen Gesprächen, die wir im Kriege über diese Fragen hatten, tauchte einmal der Gedanke auf, die Physiker jedes Landes müssten so auf ihre Kollegen in den anderen Ländern rechnen können, dass sie alle ihre jeweiligen Regierungen täuschten und ihnen das Geheimnis der Bombe vorenthielten. Hätten sie als diejenigen, in deren Hand die mächtigste Waffe lag, den entscheidenden Einfluss auf die Politik ihrer Länder gewinnen können, so hätten sie vielleicht der Welt den Frieden geben können, zu dem sie mehr als die meisten bereit waren. Ich erinnere mich ganz genau an jenen Abend im Jahre 1939, im Februar oder vielleicht März, als ich von Otto Hahn gehört hatte, dass bei der Uranspaltung Sekundärneutronen herauskommen, dass also vermutlich eine Kettenreaktion möglich ist, das heißt eine Bombe. Und unsere Reaktion war, wenn Atombomben möglich sind, wird es jemanden in der Welt, so wie sie heute ist, geben, der sie macht. Wenn Atombomben gemacht sind, wird es jemanden geben, der sie militärisch anwendet. Und wenn dies beides wahr ist, dann hat die Menschheit nur noch die Wahl, entweder die Ursache für diese Tatsache zu eliminieren, das heißt die Institution des Kriegs abzuschaffen, oder sich selbst zugrunde zu richten. Ich bin am 6. September 1939 durch einen Gestellungsbefehl nach Berlin beordert worden. Als ich da hinkam, stellte ich fest, das ist das Deutsche Heereswaffenamt. Als ich hineinkam, sagte man mir, gehen Sie mal zu Herrn Dr. Diebner, der wird Ihnen sagen, was Sie hier machen sollen. Und der hat mir dann einfach gesagt, ja, Herr Bagge, Sie sind hierher gekommen, um eine Kommission mit ins Leben zu rufen, die sich um die Freisetzung der Kernenergie kümmern soll. Nun war die Frage, soll ich mich an der Sache beteiligen oder nicht? Und da war ich nun der Meinung, eine irrige Meinung, wie ich sagen muss, es könnte sein, dass ich einen politischen Einfluss üben kann, auf unsere eigene Regierung Frieden zu machen, Frieden zu halten. Wenn ich einer bin, mit dem man reden muss, hinterher weiß ich, dass das ein Irrtum war, denn ich hätte auf Hitler niemals einen Einfluss üben können. One of the instances was that Heisenberg... Merkwürdig war schon, dass Heisenberg, als er im Sommer 1939 Amerika besuchte, es vorzog, nach Deutschland zurückzugehen, obwohl uns allen bewusst war, dass ein Krieg vor der Tür stand. Er berichtete uns von der Gründung des Uranvereins, einer Organisation, die über die Ausnutzung der Kernspaltung nachdachte. But Heisenberg thought that his place was in Germany. Ich gestehe, dass Leute wie Heisenberg und ich eigentlich einfach ein bisschen zu naiv waren, um zu sehen, dass schon das Faktum, dass wir es für unsere Aufgabe hielten, in Deutschland zu bleiben,
von den Emigranten oder jedenfalls von vielen der Emigranten als ein Bekenntnis zum Beispiel zu Hitler aufgefasst wurde. Ich bekam von zwei Universitäten Einladungen für ein Jahr. Eine kam von Joliot Curie aus Paris, die andere von Chadwick aus Liverpool. Ich ging zu Chadwick, weil er gerade ein Zyklotron konstruierte. Heisenberg und Otto Hahn und ich, alle wir drei, haben uns an diesen Arbeiten beteiligt. Otto Hahn, zu dem bin ich gegangen und habe ihm gesagt, ich würde Ihnen raten, dass Sie sich in diesen sogenannten Uranverein eingliedern mit Ihrem Institut, dann werden Sie nämlich Ihre sämtlichen Leute vor allen anderen Dingen retten können. Und Sie brauchen ja überhaupt nicht an etwas zu arbeiten, was auf eine Bombe oder so etwas hinzielt. Hahn hat dann nach einigem Nachdenken und Hin- und Hersprechen gesagt, ich glaube, Sie haben recht, ich werde es tun. Wurde dann aber ungeheuer erregt und sagte, wenn aber durch meine Arbeit der Hitler eine Atombombe bekommt, dann bringe ich mich um. Zunächst hat sich natürlich Professor Heisenberg um die Theorie eines Kernreaktors oder damals sagt man Uran, einer Uranmaschine gekümmert und hat diese Theorie gemacht, dass dabei eine solche Theorie auch Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf eine Bombe hat, ist für den Theoretiker beinahe selbstverständlich. Die Entdeckung des Plutoniums-239 und die mögliche Verwendung als Sprengstoff machten Weizsäcker und der Amerikaner Louis Turner in Princeton gleichzeitig. Die Entdeckung Turners war für uns ein möglicher Weg zur Atombombe. Wir waren besorgt, dass uns Deutschland darin zuvorkommen und Hitler auf diese Weise den Krieg gewinnen und zum Diktator der ganzen Welt werden könnte. Einer der ersten und bedeutsamsten Schritte war wohl ein von Einstein im Sommer 1939 an Präsident Roosevelt gerichteter Brief. Einstein rot, red. Einstein las den Brief sehr sorgfältig und sagte, das wird das erste Mal sein, dass Kernenergie direkt auf der Erde eingesetzt wird. Das war seine einzige Bemerkung dazu. Er unterschrieb und Zillert und ich nahmen den Brief mit. So, I was during that summer, 1939, when I was in Liverpool. Im Sommer 1939, ich war schon in Liverpool, las ich einen Artikel von Flügge in den Naturwissenschaften. Er ließ sich ungeniert über mögliche Anwendungen von Kernenergie aus und sprach auch den militärischen Aspekt an. Als dann am 1. September 1939 Hitler Polen überfiel, waren meine moralischen Skrupel beseitigt. Als Hitler Dänemark besetzte, da haben wir uns sofort gefragt, was passiert jetzt dem Bohr? Bohr war ja, was die Nazis nennen, halbjüdisch, seine Mutter war Jüdin, und wir hatten Angst, dass dem Bohr irgendwas zustößt. Dann aber haben wir uns erkundigt, der deutsche Gesandte in Kopenhagen war meines Wissens Herr von Rentefink, der mit meinem Vater sehr nahe stand und mit dem man also vollkommen offen und gut reden konnte. Und jedenfalls erfuhren wir, dem Bohr ist nichts passiert und passiert vorerst auch nichts. Nun, in England brauchten wir nicht lange, um festzustellen, dass die Atombombe technisch machbar war. Robert Frisch kam zu mir nach Liverpool und dort führten wir gemeinsam weitere Experimente durch. Nun war es klar, die Bombe wird ja vermutlich gebaut werden. Könnte man nicht vielleicht doch die Physiker der Welt dazu bewegen, dass sie gemeinsam beschließen, die Bombe so langsam zu bauen, dass sie jedenfalls in absehbarer Zeit nicht entsteht? Wenn irgendjemand auf der Welt der war, der die Physiker auf beiden Seiten davon hätte überreden können, dann wäre es Niels Bohr gewesen. Das war eigentlich mein Empfinden damals. Das war im Frühjahr 1941. Und dann habe ich gefunden, eigentlich müsste ich erreichen, dass Bohr und Heisenberg miteinander sprechen.
Ich war für Bohr doch mehr so ein kleiner Junge. Dagegen Heisenberg war sein naher Freund. It's interesting. The Germans were. Was interessant ist, die Deutschen versuchten, die Neutralen, deren Länder sie besetzt hatten, davon zu überzeugen, dass sie, die Deutschen, keine Atombombe bauen wollten. Und da hat Heisenberg dann mit Bohr das Gespräch geführt. Und meine Erinnerung ist eben, dass Heisenberg mir 10 Minuten oder eine Viertelstunde, nachdem das Gespräch zu Ende war, das bei, auf irgendeinem Spaziergang gemacht wurde, mir gesagt hat, du, ich fürchte, es ist mir ganz missglückt. Ich habe mit dem Bohr zuerst angefangen, über was anderes zu reden. Ich kann Ihnen jetzt auch sagen, was das war, nämlich Herr von Rentefink sagte, als wir ihn fragten, ob es dem Bohr gut geht, sagte er, soviel ich weiß, ja, aber ich sehe ihn nie. Er will mich offenbar nicht sehen. Und dann dachte Heisenberg, dem ich das erzählte, er müsste dem Bohr klar machen, dass er bei Herrn von Rentefink jemand findet, mit dem er sich wirklich beschützt fühlen kann. Was ich gehört habe, Heisenberg besuchte Bohr, darin sind sich alle einig. Heisenberg bat Bohr, mit der Nazi-Besatzung zusammenzuarbeiten, was Bohr ablehnte. Heisenberg sagte mir, also nachdem ich zuerst diese anderen Sachen gesagt hatte und ich anfing davon zu sprechen, dass man möglicherweise eine Atombombe machen könnte, war Bohr so entsetzt, dass er überhaupt nicht mehr fähig war zuzuhören. Well, Bohr was terribly frightened by that idea, just by the word atomic bomb. Nun, Bohr war zu Tode erschrocken, als er das Wort Atombombe hörte. Andere Deutsche, bekannte Nazi-Gegner, erzählten, dass sie nicht an der Atombombe arbeiten. Aber wie soll man seinen Feinden während des Krieges trauen? Und das ist ein Teil dessen, was Heisenberg vielleicht überhaupt passiert ist, mir in gewissem Umfang auch passiert ist, dass wir gar nicht auf die Idee kamen, diese alten Freunde würden uns heute nicht mehr trauen. Heisenberg sprach mit Bohr, Jensen sprach mit Wergeland. Das gleiche taten 2 oder 3 weitere Wissenschaftler. Aber aus irgendeinem Grund kamen diese Erklärungen niemals bei uns an. Lieber Dr. Briggs, ein glaubwürdiger deutscher Kollege ließ uns folgende Nachricht zukommen. Die Deutschen arbeiten unter der Leitung von Heisenberg an der Entwicklung der Atombombe. Heisenberg selbst versucht, die Arbeit so weit wie möglich hinauszuzögern. Ihr Ladenburg.1942 bat mich General Groves, den Sicherheitsdienst für das Manhattan-Projekt aufzubauen. Robert Oppenheimer lud mich im Sommer 1942 ein, an einer theoretischen Erörterung über die Entwicklung der Atombombe teilzunehmen. Oppenheimer war ein wirkliches Problem für uns, wegen seiner Beziehungen zu der Kommunistischen Partei. Wir haben viel Zeit auf ihn verwendet und ich habe ihn ausführlich verhört. Ich kam schließlich zu der Auffassung, dass Oppenheimer und besonders seine Frau Kitty glaubten, dass dies die Chance ihres Lebens war, von der sie sich durch nichts abbringen ließen. Die Amerikaner wurden aktiv. Sie schickten 2 ihrer Wissenschaftler nach England. Ich bekam von Chadwick den Auftrag, sie über alles zu informieren. In Los Alamos gab es 8 Forschungsabteilungen. Einige ältere Wissenschaftler rieten Oppenheimer dazu. Und weil Oppenheimer genug damit zu tun hatte, das Ganze zu organisieren, konnte er nicht gleichzeitig der Leiter der theoretischen Physik sein. Und so bekam ich diesen Posten. One of the primary problems
Eines der größten Sicherheitsprobleme, wenn man mit brillanten Wissenschaftlern zu tun hat, besteht darin, dass sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen. Es war verdammt schwierig, meine oder General Groves Entscheidungen durchzusetzen.